Hallöchen, ihr Lieben, und willkommen zu einer neuen Daddelzeit mit RimWorld bei offensichtlich bestem Wetter, aber auch Regen schützt offenbar nicht vor der Landwirtschaft hier, also Raven und Döner. Oh, Raven derzeit sogar. Das tut doch gar nicht Not. Wir haben hier doch. Mann. Wir wollen doch hier wieder. So, es war ein Raven, ne? Der Nudist ist. Dann waren das Maisie, glaube ich. Und Düner. Ne? Ja, genau. Die müssen nochmal hier Zuweisung, Kleidung. Ist ja Hitzewelle, ist ja vorbei, das ist ja kein Problem. Den können wir ja hier mal sagen, hey, du bist Nudist und du ebenfalls und Töderchen, jawohl, zeig auch, was du hast. Ich erlaub's dir, ausnahmsweise in der Güte meines Herzens. So, hier können wir Theo praktisch auch langsam Dinge tun, habe ich mir sagen lassen. Wie viel Strom haben wir jetzt überhaupt? Ist es immer so eine Sache mit dem Strom? Ja, 1200 hast du nicht gesehen. Von bis über mittelprächtig. Tiere sind auch alle auf Tiergebiet 1 wieder. Perfekt. Die Bohrer, was ist damit? Der eine hier, der ist leer gelutscht. Der kann eigentlich auch abgerissen werden. Der darf noch etwas bohren, aber es sind hier noch Stahlvorräte, die man durchaus mal wegräumen könnte. Fände ich gar nicht mal so blöde, wenn man das mal machen würde. Aber gut, vielleicht findet sich ja mal ein Tierchen, das sich meine erbarmt und da irgendwas macht. Da können wir ja auch noch mal ein bisschen was dran tun. Und zwar könnten wir, haben wir hier noch irgendwo auf dem Gelände Dinge rumliegen, die da nicht hingehören. Das ist nur Stahlschlacke. Das ist so mediumprächtig halt, ne? Das hier kann man eigentlich alles mal wegräumen. Komm, wir räumen mal Schiefer ordentlich rein. Und dann sorgen wir einfach mal dafür, dass hier Schiefer ordentlich da ist. Habe ich mal Bock drauf, genau. Sorgen wir dafür, dass ordentlich Schiefer geklöppelt wird. Dann können wir auch, ach, hier haben wir ja dann so viele Schieferblöcke, da können wir auch nochmal die 21 oder so, die angetragen werden. Können wir dann auch gleich mal bearbeiten. Was haben wir hier? Das ist genau Neutramin, Treibstoff haben, beziehungsweise Kraftstoff, wie das so schön heißt. Das haben wir ebenso. Das muss derzeit nicht gewuppt werden und wie ich gerade sehe, ist ja eh Nacht, da kann man eigentlich mal die Zeit beschleunigen. Und mal sehen, der Rhinoceros, wie geht's dir überhaupt hier? Was hast du hier für ein Zimmer? Das müsste doch eigentlich gar nicht mal so schlecht sein. So, sprich zu mir, wie geht es dir? Ja, mit Angie verstehst dich gut, das habe ich auch irgendwie so im Gefühl. Sehr angenehme Umgebung. Ambrosia Hein. Och, der gute Hein. Hein Blöter. Oh ja, hier können wir mal jagen. Das gestaltet sich doch ganz schnicke dann. Was haben wir hier? Och, da haben wir auch noch. Ja, dann jagen wir auch da. Da kenne ich nichts. Das Viech können wir auch jagen. Ja, komm, wir jagen ein paar Sachen. Und das ist ein einzelner Elefant, den man durchaus zähmen könnte. Einfach mal so, weil man es vielleicht kann. Und das Zeug hier, oh, holen wir mal rein. Und Kasuarleder, hätte man zum Verkaufen dann, ne? Och, aber es ist aber eine sehr bunte Tiervielfalt derzeit. Das könnte man abbauen. Oh, wir haben tagsüber. Wunderbar. Ich bin hier gerade mal so am Schauen, wo wir noch so Bauteile haben. Da haben wir auch noch Bauteile. Und Stahl. Ja,
Ja, von bis über hast du nicht gesehen, ganz in Ordnung. Ja, und hier das Ding, das haben wir ja ein bisschen auseinandergeklöppelt. Kryo-Schlafkapsel. Abreißen. Mal sehen, vielleicht bekommen wir daraus noch irgendwelche Teile. Wir wissen es nicht. Manchmal hilft da nur nachschauen. Aber wir haben hier auch so eine Berserkerlanze, die kann auch mal schön weggebracht werden. Theoretisch könnte man auch noch hier so einen zweiten Mauerring drumherum bauen und die mit Waffen ausstatten, aber ich glaube, das wäre ein klitzekleines bisschen over the top. Vermutlich. Deswegen lassen wir das Ganze mal sein. Wir haben ja hier schon richtig schnieke was hingebaut. Da können wir eigentlich theoretisch sogar weitermachen. Und zwar wollen wir hier Wände, genau. Wände ist schon mal gut. Da wollen wir natürlich im Stile, wie wir es bisher haben, weitermachen. Und ach, Herr Jemini. Komm, machen wir das mal so hier und... Wobei, nee. So nicht. Machen wir denn doch Diebe? Och, machen wir es dahin. Mensch, ich weiß auch nicht, was ich hier überhaupt machen will. Ich habe noch immer absolut gar keine Ahnung, was das am Ende werden soll. Wenn ich die Ahnung hätte, ach Mensch, da würde ich den Nobelpreis gewinnen, wenn ich das wüsste. Aber so bin ich irgendwie vom Nobelpreis ziemlich weit entfernt. Mal sehen, wie viele unabgestützte Stückchen gibt es hier so? Wo haben wir das Ding denn? Ach, da ist ja... Das ist ja vom Allerfeinsten. Guck mal, wie wenig da abgestützt ist. Boah. Ja, was machen wir da? Puh, ich glaube, ich traue es mich mal, oder? Wenn uns die Decke hier so richtig auf den Kopf stürzt, dann wissen wir, dass wir was falsch gemacht haben. Versuch macht klug, wie man so schön sagt, ne? Hoffen wir mal, dass wir klug werden. Weil das könnte hier so ein normaler Lagerraum werden, so ganz geschmeidig. Oh, nee. Das sieht irgendwie kacke aus. Da können wir genauso gut das Ding hier so ziehen und das Ding installieren wir einfach mal. Dann haben wir das aus dem Weg. Das packen wir. Wo packen wir es hin? Das ist die Frage, die sich alle stellen. Ja, machen wir es mal dahin. Da wird es schon nicht viel am Platze sein. Ja, aber es geht ja gut voran, ne? Wieso handwerkt hier überhaupt niemand? Das finde ich aufs Tiefste verstörend. Blackie, was machst du? Trägt Muffalo tot, ja. Okay, dann lassen wir erstmal das Muffalo hier reinsteppen. Ne? So ganz easy schmiesi. Und dann müssen wir mal sagen... Boah, 17 üppige Mahlzeiten. Leck mich fett. Ich mag das. Gut, und jetzt darfst du allerdings, bevor du irgendwas anderes machst, dort arbeiten. Will ich dir zumindest raten. Ohne, dass das jetzt eine Drohung sein soll, ne? Ich mache ja keine Drohungen. Ich mache Versprechen. Nee, das Ding, das können wir hier schön abreißen. Und dann haben wir auch erstmal weniger Stromverbrauch. Fürs Erste, ne? Ja komm, das reicht derzeit relativ lockerflockig. Allerdings müssen wir langsam auch mal sehen, dass wir hier... 9 Tiefenbohrer installiert bekommen. Ja, was hatten wir hier überhaupt für Rohstoffe? Ich weiß es nicht. Ich hoffe Stahl. Ich baue einfach mal die Dinger hin. Wir werden ja sehen, ob wir enttäuscht werden oder nicht. Ne? Das kann man ja alles mal ausprobieren. So ganz wertfrei. Ein Geiss.
die Geissens. Jawohl, den Oliver, den jage ich mal. Oder die Carmen, oder das sind zwar unterschiedliche Geissens, aber mir egal. Ich mache keinen Unterschied. Und ja, ich kenne mich mittelprächtig mit Trash-TV aus, auch wenn ich nur ein ganz kleines bisschen davon gucke. Ich gucke gerne das Dschungelcamp, das gebe ich offen zu, weil das für mich König des Trash-Formats und am besten finde ich dort auch tatsächlich die Moderation. Ich glaube, der Mickey Beisenherz ist es, der da die Moderation für Ich bin ein Star, holt mich hier raus schreibt. Und die sind einfach Gold wert. Also was da teilweise auch richtig geil aktuell Politisches gemacht wird, das versteckt sich so ein bisschen hinter dieser Kulisse des Trash-TVs. Also da sind eigentlich ganz intelligente Sachen mit drinne, die man auch gut im Kabarett finden könnte. Nur halt versteckt im Trash-TV untergebracht, ohne dass es dem Trash-TV schadet. Finde ich ganz cool. Ach, Blackie, ja. Ja, mach mal Feuer. Tau ist ja jetzt richtig gut dabei, ne? Die kann auch zu später Stunde nochmal ordentlich öckern und dafür sorgen, dass uns nicht die gesamte Bude wegbrennt. Schießrausch. Zum Glück nicht Black Griffin. Schießrausch und Feuerteufel, das wäre, sagen wir mal, nicht die allerschönste Mische. Oh, und hier wird Liebe gemacht. Das ist doch schön. So viel Liebe in unserem, ich wollte schon sagen Dschungelcamp, in unserem Rimworld Camp. Ich bin ein Kolonist, holt mich hier raus. Ja, irgendwann muss ich auch tatsächlich das Raumschiff angehen. Da geht auf die Dauer gesehen kein Weg vorbei. Aber ich würde damit gerne noch ein kleines bisschen warten, um ehrlich zu sein. Muss nicht unbedingt jetzt sein. Aber wenn wir hier das Ding schon so weit fertig haben. Wir haben hier noch 219 Steinblock. Ja. Da können wir doch mal sagen, Mensch Leute, was geht ab, seid ihr mit mir down? Da packen wir mal noch so ein Ding hin. So, dann installieren wir das einfach mal hier irgendwo, ne? Muss ja auch für gesorgt sein. Nähmaschine elektrisch. Bauen wir mal die, ich weiß nicht wie viele Nähmaschine hin. So leid es mir auch so ein bisschen darum tut, aber na, was soll ich machen, ne? Da steckt man halt nicht drin. Nee, und dann will ich mal, ja, was kann ich da so Schönes machen? Oh, eigentlich brauche ich da ja nur die guten Sachen drin, ne? Oh, nee. Ich habe eine andere Idee. Arbeitstisch für, hast du nicht gesehen? Nähmaschine, genau. So hieß das gute Ding ja. Und dann mache ich da ganz spezifische Lager, wo ich sage, hey, irgendwo hier kommt ganz viel Teufelsgarn hin, Muffalo-Wolle und Stoff. Irgendwie so. Das wird schon alles. Genauso mache ich das. Oh, das wird Knorke. Der macht wieder etwas. Aber Zitt ist ja bei uns kein Problemchen. Das können wir ja gut ab mittlerweile. Jo, machen wir mal das hier so. Genau, da will ich einmal alles löschen und dann sagen wir mal. Wo haben wir das denn? Rohstoffe. Pflanzenmasse? Nein, das ist irgendwie Kleidung. Wo hab ich das Zeug? Textilien. Ja, da kommt nur Teufelsgarn rein. In dieses große Ding. Bam. Damit wäre schon mal so das erste dicke Ding gelöst. Dann sage ich nochmal, in dieses Ding hier kommt einmal schön
alles löschen. Muffalo-Wolle, davon haben wir ja auch einiges und das brauchen wir gelegentlich. Und was wir ebenfalls gelegentlich brauchen, eigentlich zwar eher für andere Dinge, das ist alles löschen, Stoff. So, dann setzen wir das mal auf wichtig, auf wichtig, auf, geh mal weg hier, auf wichtig. Welche Priorität hat das überhaupt? Bevorzugt. Ja, bevorzugt ist gut. Bevorzugt, das mag ich. Dann können wir den schönen Stuhl hier, den können wir nochmal neu installieren. Hey, gehst du mal? Hey. Na gut, dann machen wir das so. Mit dem Mausradklick irgendwie macht das immer so 180 Grad. Das ist irgendwie noch so ein bisschen nicht ganz so dolle. Und das Ding hier, ja, das kann eigentlich kaputt gemacht werden. Abreißen, aber sowas von. Und dann sollte das irgendwie hinhauen, in der Theorie. Irgendwie. Keine Ahnung. Was weiß ich überhaupt? Ich weiß, dass ich das hier jagen will. Ach, das ist sogar schon faszinierend. Und da haben wir Gazellen. Yay. I love it. So, was haben wir denn noch so Schönes? Wir haben, ja komm, ein Muffalo können wir da wieder jagen. Und da ist doch auch noch was. Ach, ist sogar auf dem Plan. Perfekt. Wen haben wir überhaupt als Jäger aktiv, ne? Müssen wir ja auch mal gucken. Haha, Black Griffin, ja. Da haben wir das Problem des Ganzen. Konstruktion abbrechen. Jo, machen wir mal so hier. Dann haben wir ja noch genug Teile. Dann können wir einfach sagen, hey, Angie, altes Luder, du. Du darfst einmal. Das ist auch eine schöne Sache, aber irgendwie darfst du das hier machen. Und dann hat sich das eigentlich auch. Ja, so einfach geht das. Wenn jeder mal weiß, was er zu tun hat. Genau, brauchen wir irgendwann unsere kleine Kunstwerkstatt, wo wir alles für die Kunst lagern. Oder nee, wir wollten ja hier einmal für Bauteile und Raffinerie. Ja, das lassen wir am besten tatsächlich sogar hier. Okay. Ach, Mechanikwerkbank, das ist so. Ach, Jemini. Wie bauen wir das am besten um? Steinmetz ist ja was ganz Eigenes. Ha. Gute Frage, nächste Frage. Gell? Oder können wir eigentlich dieses gesamte Lager, könnten wir hierhin verlagern? Ja, das wäre durchaus eine Idee. Das wäre eine Idee. Da habe ich irgendwie so eine grobe Planung. Okay, da müssen wir nur irgendwie dafür sorgen, dass wir hier Strukturchen, im wahrsten Sinne des Wortes, müssen wir hier so ein Ding machen. Und dann wird die Frage laut, wie wir das lagern. Wir machen dann einfach mal hier eine Steinmetzwerkbank. Die errichten wir dort. Und dann, wenn wir das haben, sagen wir, Mensch, wir wollen eine Lagerzone für alles löschen. Richtig. Und Steinblöcke. Bam. Da kommt dann das neue
Haben wir wichtig schon? Ja, aber haben wichtig. Ich bin begeistert. Abfallzone, die errichten wir hier einfach mal. Und sagen, Mensch Leute, was geht ab? Seid ihr mit mir down? Wo ist das Ding? Alles löschen. Brocken, ja. Steinbrocken, genau die will ich hier haben. Und zwar als wichtig. Und dann kann ich hier sagen, löschen. Bam. Das Lager wird gelöscht und alles wird gut. Ja, wir haben hier Enster im Arbeitsrausch. Das ist gut, denn wird noch mehr gekocht, hoffe ich. Und dann kann ich mich für heute verabschieden und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal dabei seid. Ja, ich habe nochmal nachgeguckt, ob es zeitlich passt. Wenn es wieder heißt, Daddlezeit mit RimWorld. Also, bis dahin. Ciao, ciao. Und so langsam kriegen wir das ganze Jahr hier tatsächlich ein bisschen vollgeballert. Ich bin selbst überrascht davon. Wir sehen uns.